Wunderst du dich auch, warum die Mieten in Berlin und in anderen Städten Deutschlands rapide ansteigen? In den letzten Jahrzehnten haben vermehrt große Investoren, Privatunternehmerinnen und Immobilienfirmen, mitunter auch aus dem Ausland, Wohnungs- und Häuserbestände in Berlin aufgekauft. 2019 sah die Verteilung von insgesamt 1.970.000 Wohnungen wie folgt aus. Während das Land Berlin gut 325.000 Wohnungen besaß, lag die Zahl für Genossenschaften und gemeinnützige Vereine bei 220.000. Gut 305.000 Eigentümerinnen wohnten in ihren eigenen vier Wänden und 320.000 waren Privateigentümer im kleinen Rahmen. Das heißt, sie konnten bis zu 5 Wohnungen ihr eigen nennen. Dagegen standen die großen Privatiers mit 470.000 Wohnungen und der Bereich des Finanzmarktes und der Börse mit 330.000 Wohnungen. Zwar erzielen Genossenschaften genauso wie Privatbesitzer und Immobilienfirmen Renditen. Der Unterschied aber liegt darin, ob man die Rendite für die Wohnungen und Mieterinnen einsetzt, zum Beispiel für Renovierungen, wie es oft bei Genossenschaften der Fall ist. Oder ob man die Rendite einzig zur Profitmaximierung nutzt und dadurch Wohnungen und Mieter vernachlässigt. Letzteres wird von manchen großen Investoren und Immobilienfirmen verfolgt. Sie gehen sogar so weit, sich mit sogenannten Share Deals und anderen Steuertricks noch größere Teile der Stadt zu eigen zu machen. Durch Bildung von Briefkastenfirmen umgehen sie dabei steuerliche Abgaben, die zum Bau und Erhalt bezahlbaren Wohnraums dringend vom Land Berlin gebraucht werden. Es ist vor allem die Anonymität dieser großen Immobilienbesitzerinnen, die ihnen Schutz bietet und es erschwert, sie zu überprüfen. Durch ihre profitmaximierenden Geschäftspraktiken steigen die Kaufpreise von Wohnungen und Häusern. Und das hat unter anderem zur Folge, dass die Mietpreise immer weiter ansteigen und das ohne Rücksicht auf die Einkommen der bestehenden Mieter. Dass die notwendigen Sanierungen und Reparaturen aufgeschoben werden und Häuser verkommen. Dass stattdessen Häuser für den Profit oft unnötig luxussaniert oder modernisiert werden und die Kosten auf die Mieterinnen umgelagert werden. Die sogenannte Modernisierungsumlage. Dass der bezahlbare Wohnraum in Wert gesetzt wird, zum Zweck der Spekulation missbraucht und nicht jenen zur Verfügung gestellt wird, die den Raum am dringendsten brauchen. Warum wissen wir so wenig über jene, die einen so großen Teil der Stadt besitzen? Zwar gibt es seit 2020 ein Transparenzregister, doch das Register, in dem eigentlich die wahren Eigentümer hinter den Immobilienfirmen erfasst werden sollen, verdient seinen Namen noch nicht. Nur etwa jedes vierte Unternehmen war Anfang 2020 der Eintragungspflicht nachgekommen. Auch die Regierung verschleppt eine umfassende Kontrolle der Unternehmen seit mehr als 3 Jahren. Damit stehen den Mietern, die seit Jahren und Jahrzehnten ihre Nachbarschaft mitgestalten, anonyme Vermieterinnen und ihre unfairen Geschäftspraktiken gegenüber. Berlin arbeitet an einem Mietenkataster, also einem Verzeichnis aller Mietwohnungen und Miethöhen. Nur wenn Druck ausgeübt wird, um eine politische Entscheidung herauszufordern, kann sich etwas ändern. Und der Wille der Berlinerinnen ist da. Unter anderem ist die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen in seiner zweiten Stufe und sammelt aktuell 250.000 Stimmen, um auf politischer Ebene etwas in Gang zu setzen und im Herbst einen Volksentscheid zu initiieren. Das Ziel dieser Initiative? Wohnraum vergesellschaften, wenn dieser im Eigentum von großen Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen ist.